Hillaber at Work. Der Blick hinter die Kulissen. Wie wir arbeiten, was wir machen, was uns bewegt. Mein Name ist Claudia Ungeheuer. Ich bin bei der WI Bank zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung. Die WI Bank ist die Förderbank des Landes Hessen, die in der Hillaber angesiedelt ist, als sogenannte Anstalt in der Anstalt. Also meine Gruppe, die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung sich nennen, die hat im Prinzip zwei Stoßrichtungen. Einmal geht es um die Öffentlichkeitsarbeit, dahinter verbirgt sich eigentlich alles, was man klassisch so unter Kommunikationstätigkeiten versteht, von der Publikation über die Betreuung des Internets bis hin zu Veranstaltungen und auch die Kommunikation zu den europäischen Strukturfonds liegt bei uns. Und auf der anderen Seite gibt es ein Team, das für die Förderberatung in Hessen zuständig ist, das im Auftrag des Landes erfolgt. Und da geht es darum, eine Orientierung zu geben für hessische Gründer und Unternehmer, damit sie wissen, wo eine Förderung für sie ganz punktgenau in Frage kommt. Insgesamt ist die WI Bank im Moment natürlich unter einem unglaublichen Dauerstress, kann man sagen. Wir haben am Anfang immer gesagt, wir müssen irgendwie versuchen, von dem Sprint in den Dauerlauf zu kommen, in den etwas gemächlicheren, aber es ist eigentlich eher nur zum Marathon gekommen. Und in dem befinden wir uns insgesamt in der Bank. Können Sie sich vorstellen können, eine Förderbank ist in diesen Zeiten wirklich eminent wichtig. Wir sind auch in der WI Bank, das ist relativ einzigartig, in Hessen tatsächlich sehr breit aufgestellt. Also es geht nicht nur um Unternehmen, hessische Unternehmen, sondern es geht auch um die privaten Häuslebauer und es geht um die hessischen Kommunen. Wir haben also eine sehr große, breite Klientel und alle sind ja letztlich jetzt auch von Corona betroffen und insofern ist in allen Bereichen der WI Bank auch viel zu tun und wir sind sehr happy, dass es auch viele neue Programme gibt, die jetzt da ansetzen und mit denen wir dann den Menschen auch helfen können und den Institutionen. Und bei uns in der Gruppe ist natürlich durch die Kommunikation viel zu tun. Klar, in so einer Krise ist Information unheimlich hohes Gut. Da versuchen wir einfach auch Orientierung zu geben über unsere Hotline und über unsere Homepage. Und die Berater sind natürlich auch im Dauereinsatz, um zu sagen, wo gibt es was. Es muss nicht nur bei uns sein, das ist uns auch ganz wichtig, das zu betonen, dass wir nicht nur unsere eigenen Produkte bewerben quasi, sondern dass wir insgesamt über die Förderlandschaft, die in Hessen zur Anwendung kommen kann für die verschiedenen Zielgruppen, aussagekräftig sind und damit eine wirkliche Orientierung geben können. Ich glaube, wir sind in einem Team von unheimlich vielen Expertinnen und Experten und das ist toll zu sehen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil Förderung ist zwar etwas, was man gerne sucht, aber es ist häufig sehr abstrakt und auch nicht ganz unkompliziert zu verstehen. Und da braucht es natürlich Menschen, die das runterbrechen können und die es auch gleichzeitig sehr gut verstehen. Also insofern ist dieses Expertentum sehr stark ausgeprägt und eine unheimlich große Gewissenhaftigkeit und Ernsthaftigkeit auch an der Sache zu arbeiten. Ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der nicht auch ein besonderes Engagement eben spürt für Hessen im doppelten Wortsinn und froh ist, dass er über die Arbeit etwas tun kann für das Bundesland, natürlich für die Menschen insbesondere, die in dem Bundesland leben. Und das wird mit einer großen Ernsthaftigkeit verfolgt und da gibt es viele spannende Bereiche, genauso wie es eben spannende Förderungen gibt und Förderprogramme. Also ich finde schon, dass wir in der Kommunikation und auch in der Beratung im besten Sinne Dienstleister sind und dieses Verständnis auch haben. Also wenn es uns gelingt, Förderung transparenter zu machen, greifbarer zu machen, dazu beizutragen, dass Menschen eben zur Förderung kommen, die sie vielleicht gar nicht vorher kannten, und auch den Weg erklärt bekommen und ein bisschen Hilfestellung erhalten auf dem Weg dorthin, dann ist eigentlich unsere Arbeit getan. Das klingt jetzt nicht nach Mount Everest, aber es ist ein gutes Gefühl, wenn man am Ende dann feststellt, ach Mensch, da hat jemand wirklich jetzt eine Förderung erhalten, von der er vielleicht vorher gar nichts wusste und ihm dabei hilft, seinen Traum zu verwirklichen. Ob es jetzt das Eigenheim ist oder ob es eben die Selbstständigmachung ist oder ob es auch eine Kommune ist, die jetzt sich eine neue Mehrzweckhalle leisten kann, die dann vielen Bürgern auch Freude bringt. Insofern haben wir da aus uns heraus als Förderbank, glaube ich, schon eine sehr sinnstiftende Tätigkeit. Und der gehen wir, glaube ich, mit einer großen Gewissenhaftigkeit und Solidität nach. Einerseits reden wir von Steuergeldern, mit denen man natürlich auch dementsprechend umgehen muss. Auf der anderen Seite sind Menschen, die dann an unsere Aussagen auch Erwartungen knüpfen. Und das sind, glaube ich, Werte, die sich durchziehen, diese Gewissenhaftigkeit und Solidität, Verantwortungsgefühl und sich auch tatsächlich einbringen für eine Gesellschaft.
über die Arbeit, die wir tun. Das ist, denke ich, ein roter Faden, der sich durch die Arbeit zieht und der für viele auch Motivation ist und Motiv war, bei einer Förderbank zu arbeiten.